Ah ja, jetzt weiß ich auch, wo wir hin müssen. Müssen nach oben links, da waren wir halt schon mal. Da standen wir schon mal vor einer Tür, die wir nicht öffnen konnten. Ich weiß gerade gar nicht, ob da auch stand, dass wir einen Schlüssel brauchen. Ich weiß nicht, ob ich hier rüber musste. Ich glaube aber. Nee, doch, hier kann ich hoch. Noch eine höher. Oh, hier ist noch ein Kristall. LP beim Abwehr. Erhalt beim Abwehr. War das richtig? Habe ich es richtig gelesen? Bin mir nicht sicher. Aber klingt interessant. Hier, genau, diese Tür hier. Alles klar. Tempel der Purpurflamme. Nun, man nennt ihn nicht umsonst den Tempel der Purpurflamme. Ja, Purpurflamme ist auf jeden Fall passend. Ich bin erleichtert. Das war meine größte Angst, bevor wir diesen Ort betreten haben. Ich frage mich, was diese Flammen am Brennen hält. Vermutlich der Wächter dieses Ortes. Ja, ich hoffe, die bleiben nur noch an. Wessen Leichen sind das? Ein paar Abenteurer, wie es scheint, aber es ist seltsam. Ihrer Kleidung nach sind sie schon eine Weile tot, aber ihr Fleisch ist noch nicht komplett verrottet. Würde mich nicht wundern, wenn die sich auf einmal bewegen. Oh Gott, Zombies. Ach kommt schon, können wir dieses Gruselgeschichten nicht einmal sein lassen und weitergehen? Hast du Angst? Angst? Ich? Vor Märchen? Ach komm schon, Süßer. Vielleicht doch ein bisschen, weiß ich nicht. Gut, lass uns weitergehen. Ja, mal schauen, Sienna. Vielleicht stimmt das ja wirklich. Gegenmittel? Hier ist ja sogar noch. Ach so, ein Vorraum. Haben wir gerade gar nicht gesehen. Oh, hier liegen einige davon. Das können wir nicht öffnen. Huch. Ja, so viel dazu, Sienna. Was sagst du jetzt? Zombie? Alles klar. Richtiger Jumpscare, ey. Holy shit. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin ziemlich immun gegen solche Jumpscares. Ich glaube, das einzige Game, was mich in den letzten Jahren so ein bisschen dazu gebracht hat, war vielleicht Elden Ring. Hier an der einen oder anderen Stelle habe ich mich manchmal wirklich erschrocken. Weil da kamen manchmal so Sachen, damit habe ich gar nicht gerechnet. So, Rüstungsbrecher. Ja, wir machen einfach nochmal X-Sieb, keine Ahnung. Blütensturm aktiv, sehr gut. Das wollte ich nämlich. Hier einfach nur normalen Angriff. Und ja, okay, der ist eh schon tot. Passt. Aber die sind recht stark, muss ich sagen. Also nicht unterschätzen. Snack. Oh, ein Parapilz. Wenn wir sie treffen, können wir im Kampf Gegner lähmen. Was? Was? Wenn wir sie treffen? Kannst du es nochmal wiederholen? Gegner lähmen. Kann aber damit nicht interagieren. Keine Ahnung, was er damit meint. Vielleicht werden wir es noch herausfinden. Nochmal zwei Zombies. Da ist auch so ein Parapilz. Achso. Den können wir angreifen. Damit können wir dann Gegner lähmen. Okay, ich greife da mal einfach an. Lärmensporen. Ja, cool. Hat funktioniert. Sehr, sehr gut. Machen wir einen Giftschuss. Machen wir auf beide einfach Gift einzeln. Das passt schon. Oh Gott, shit. Rob ist fast tot. Und da ist noch ein Zombie einmal dran. Ja, was soll ich machen, ne? Die haben aber noch einmal Lähmung. Was bringt denn Lähmung? Dass sie trotzdem angreifen konnten. Setze ich trotzdem mal ein. Okay, Gott sei Dank. Verstehe ich noch nicht so ganz, was Lähmung bringt. Wir wechseln einmal. So, was brauchen wir hier? Schwäches Licht und stärkes Dunkelheit. Ja, sowas haben wir nicht. Dann machen wir einfach nochmal einen Feuerstoß. Stand gehalten. Ja, okay, Weitschwung. Damit ist der eine tot. Jetzt haben wir noch den einen. Kritisch getroffen. Cool. Weiß gar nicht, ob. Das haben wir bestimmt schon mal gehabt, aber irgendwie kommt mir das gerade recht neu vor. Haben wir eine Karte? Ja, sehr schön. Darauf sollte nämlich ehrlich mal häufiger gucken.
Was bringt mir denn dieses kleine Höhlenteil hier? Weil wir hatten hier links noch einen Gang und da sollte ich erst hingehen. Hallo Zombie. Ascheknochen zweimal. So, und wieder zurück. Aber das ist ja... Warte mal, ich wollte es mir nochmal kurz anschauen. Also das hier ist der normale Weg, der nach oben geht. Aber wir müssen immer mal wieder durch so Höhlenteile durch, anscheinend. Die meinten ja, ist irgendwie was eingestürzt. Vielleicht liegt es daran, dass wir hier so durch die Höhle müssen. Keine Ahnung. Hier ist recht viel Gerümpel auf jeden Fall. Hallo? Keine Zombies? Was ist denn das? Liegt eine Luke nach unten? Okay, was ist denn das eigentlich für ein Gemäuer hier? Oh, cool. Zwei Geister. Die sehen ja süß aus. Okay, ich kann sie treffen. Das freut mich. Körperlicher Kontakt. Körperlicher Widerstand. Oder. Okay. Guck mal, was passiert. Daneben. Na, toll. Wir brauchen Magie. Definitiv. Dann holen wir unsere Magier mal rein. Was kann er eigentlich? Kosmos Orchester. Stellt TP wieder her und gewährt allen Gruppenmitgliedern TP und HP Regeneration. Boah, schon ganz geil. Brauchen wir nur nicht. Okay, das macht zumindest Schaden. Gucken wir gleich mal bei Len, was sie denn kann. Hat die vielleicht irgendeinen coolen AOE-Move? Fügt allen Gegnern schweren, nicht elementaren Magieschaden zu. Ja, würde ich sagen. Gucken wir uns den mal an. Nice. I like. Ist aber nicht so stark. Aber es trifft zumindest bei denen und macht doppelten Damage. Körperlicher Widerstand haben die beide halt mittlerweile. Ja, toll. Kann ich ja im Endeffekt nichts machen, ne? Kann man nochmal probieren. Aber nö. Langfinger. Decke Tier out. Ja, wenigstens etwas. Versuchen wir erstmal einen wegzuschaffen. Druckpunkt. Geht leider mit unserem Overdrive wieder runter. Ist ein bisschen bitter. Aua. Ja, ich keine Ahnung. Ich kann einfach nur angreifen. Bringt mir halt gar nichts. Nichts zu stehlen. Also so hübsch ich die auch finde, sind genauso nervig, wenn sie sogar nicht nerviger als die doofen Hodenfliegen. Also, das ist schon ein bisschen belastend. Ich könnte ein Item einsetzen, Snack oder sowas. Ach komm, ich lasse es einfach. Juckt auch nicht. Versuchen den jetzt einfach zu killen. Einmal ist er auf jeden Fall noch dran. Mal gucken, ob der jemand von uns noch killt. Nee, aber ist knapp gewesen. Glenn nochmal. Und Druckpunkt. So, jetzt bist du weg. Eieiei. Der ist nervig. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie besser machen könnte. Obwohl, ich könnte Läutern einsetzen, ne? Ja, mit Läutern würde das gehen. Ey, warte mal. Okay, erstmal hier runter. What the fuck? Was ist das denn für eine astrale Gestalt? Hey. Es scheint ja, mit dem können wir kommunizieren und reden. Dunkle Widerstand. Ha? Also mal schauen. Guten Tag. Hallo, liebe Besucher. Wie gefallen euch meine Flammen? Leider sind sie noch nicht stark genug für den Leuchtturm. Ich habe noch viel zu tun. Ja. Für den Leuchtturm. Alles klar. Das ist also derjenige, der hier lila Flammen macht. So, wir hätten jetzt hier halt mehrere Wege. Ich möchte, glaube ich, erst in der Mitte nach oben. Mal gucken, wie weit es da denn überhaupt hingeht. Hallo? Huch. Okay. So eine Form hat das Ding.
Als ich hier ankam, war alles in Dunkelheit gehüllt. Der Meister dieses Ortes erlaubte mir, den Ort zu erhellen. Seitdem besuchen immer mehr Reisende diese Hallen. Ah ja. Da kommen wir nicht durch. Müssen wir vielleicht auf beiden Seiten irgendwas machen? Das fände ich ja ein sehr schönes Prinzip. Da müsste ich sowieso überall hin. Oh nö. Euch finde ich kacke, Leute. Ja, wir werden einfach mal schauen, ob wir recht schnell irgendwie was killen können oder so. Okay, der macht sich sofort einen körperlichen Widerstand. Dann machen wir auf den anderen Gift noch drauf. Und dann müssen wir eh wechseln. Ja, sie kann jetzt eigentlich nur stehlen. Und wenn wir Läutern einsetzen, könnten wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Naja, wir warten das mit Läutern. War das auch Len? Oder war das Glenn? Einer von den beiden auf jeden Fall. Hier konnten wir Rüstungsbruch nur einsetzen. Okay, er war es definitiv dann nicht. Abwehr. Reicht ja schon. Und bei ihr ja auch dementsprechend eigentlich Abwehr. Können wir hier wechseln? Läutern, genau. Gehen wir mal auf den hier. Daneben. Wir können das nicht wegmachen, oder was? Oder ging es wirklich einfach nur daneben? Ich muss das echt tatsächlich nochmal probieren. Wäre sonst echt doof. Ja, jetzt bringt mir alles nichts. Abwehr. Müsste auch alle heilen eigentlich mal. Mach noch einmal. Ne, es geht daneben. Das kann ich nicht wegmachen. Das ist ja recht beschissen. Jetzt habe ich zwei Züge geopfert für so eine Kacke. Ding, jetzt ist fast tot. Wir müssen gleich leider auch mit Länder nochmal heilen. Oder ich setze einen Snack ein. Ach komm, wir haben genug davon. Dann übernehmen die anderen beiden das Heilen. Dann können wir hier besser gleich mal... Achso, ups. Nee, nicht wechseln. Sondern die Ult einsetzen. Ultra-Move. Zumindest vielleicht einen töten, wenn wir Glück haben. Ja, nice. Steriler Schleim. Oha. Fast einer tot. Ich setze lieber nochmal einen Snack ein. Vielleicht brauche ich den gar nicht mehr, weil wir sind... Ja, ich glaube, das war unnötig. Aber wir töten den hier schon. Yep. So, weg damit. Beim nächsten Mal cutte ich auch die Geister dann raus. Haben jetzt genug experimentiert. Die sind tatsächlich so nervig, wie sie scheinen. Also sind mir die Zombies irgendwie lieber. Hallo, Zombie. Du darfst dich gern nochmal zeigen. Da haben wir nochmal so einen komischen Pilz. Aber das ist ein blauer Pilz, ne? Das ist ein anderer. Schlafpilz oder so. Hallo, Zombie. Wow, das war krass. Da liegen zwei Leute im Dreck. Der hat Gift abbekommen, Rob. Und sie hat einfach so aufs Maul bekommen. Aber die Lähmung verstehe ich leider immer noch nicht. Weiß nicht, was Lähmung ist. Hat mir bestimmt schon mal gelesen. Aber ich weiß es leider nicht mehr. Kann ich das rein theoretisch nachgucken? Tutorials? Belohnung, schwere Dülle, Öl, Nässe. Also an sicher hier irgendwo. Weiter geht's, runter geht's auch nicht. Also es muss eigentlich hier sein. Ich zeige dir Errungenschaften an. Ja, was soll das denn heißen da unten? Belohnungstafel. Ja stimmt, hier hatten wir auch nochmal ein bisschen was. Wo wir auch nochmal richtig reingehen. Belohnung anfordern. Verwitterter Knochen. Kaufe drei Deals. Warum haben wir sowas denn noch nicht gehabt? Haben wir noch keine drei Deals vorher gekauft? Ist das recht neu? Passt auf Kortare abschließen. Ja, sehr schön. Haben wir das schon mal. So.
Ende das Pioran-Pärchen. Achso, das war das am Strand. Ja, keine Ahnung, wo das war. Versiege 0 von 4 Hana-Puppen. Ja, die haben wir noch gar nicht gesehen. Also, sie müssten ja bald kommen. Hana-Puppen. Huch. Achso. Ist ein Weg nach oben drüber. Jetzt sind wir hier drin. Alles klar. Hier geht's auch tatsächlich nur hier hin. Das wirkt momentan wirklich so, als müsste ich hier rechts und links was machen und dann in der Mitte durch. Da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Ja, Captain Obvious, Dankeschön. Von unten ertönte ein Geräusch. Ich hab's gehört. Ah, wir können auch hier einfach wieder runter. Guck mal, wir können hier auch nicht lang. Also ich sehe da eindeutig einen Weg. Glenn, du bist einfach unfähig. Na gut. Dann gehen wir jetzt nochmal links lang. Und aktivieren da den Schalter und können in der Mitte durch. Wie gesagt, ich finde das eigentlich den Aufbau sehr gut. Ich mag sowas. Schau dir das ganze Wasser an, das hier reinfließt. Der Ort besteht kurz vor dem Zusammenbruch. Dieser Ort ist mindestens ein Jahrhundert alt. Ich hoffe, er hält noch ein paar Stunden durch. Ja, ein paar Stunden wäre nicht schlecht. Oder zumindest ein paar Minuten. So lange brauche ich jetzt auch noch nicht mehr, Sienna. Alles gut. Aber wahrscheinlich in der Echtzeit braucht man ja meistens ein bisschen länger durch solche Gewölbe. Na endlich. Ich mag die Geister nicht. Ich habe halt nur zwei Leute, die da irgendwie draufhauen können. Das ist ein bisschen nervig. Gegenmittel zweimal. Vielleicht gibt es wirklich noch einen Trick, aber ich kenne den leider nicht. Da ist ein Schalter. Oder ich bin zu dämlich dafür. Von unten ertönt ein Geräusch. Danke, Rob. So. Hallo? Okay, wir können da durch. Waren wir jetzt überall? Bin mir gar nicht ganz sicher, aber müsste ja eigentlich, ne? Ja, komm. Bestimmt gleich ein Boss. Ich habe extra den Ultra-Move nicht mehr eingesetzt bei den Geistern. Hallo? An deiner Stelle würde ich sofort umkehren. Ich bin meinem Meister dankbar, dass ich hierbleiben und die Flamme erforschen darf. Doch er ist zu anderen Besuchern überhaupt nicht freundlich. Okay, ich bin gespannt. Dicker Boss. Was er kann. Oh je. Nice. Geiles Design. Ganz viele Waffen in dem Wanst voller Seelen oder so. Eine Kralle und ein Schild. Na gut, okay, dann wollen wir mal. Traumfresser. Stärke hat er keine, stehen kann man, Schwäche. Ah, da steht auch immer, dass man stehlen kann. Interessant. Irgendwie ist mir das nicht aufgefallen. Habe ich bestimmt schon ein paar Mal gelesen, aber irgendwie so bewusst gelesen anscheinend nicht. Ich werde wahrscheinlich jetzt meinen Ultra-Move nachher mit Victor einsetzen. Einfach um uns dann Regeneration und so weiter zu geben. Ich glaube, das könnte ganz cool sein hier. An der Stelle. Wir können auch direkt mal tauschen zu ihm. Tapferkeit. TP-Regeneration direkt am Anfang. Oder Poesiemarsch erstmal, ne? Machen wir erstmal so. So, dann würde ich Langfinger mal einsetzen wollen. Silberne Brustpanzer. Nice. Das hört sich gut an. Giftschuss haben wir jetzt drauf. Wir machen aber ruhig nochmal. Können ruhig ein paar mehr Stacks bekommen. Hat jetzt 5 noch, genau. So, und jetzt können wir auch mit ihm angreifen. Jetzt schön Schaden machen. So, dann das hier. Jetzt die Frage, lassen wir Rob drin oder holen wir lieber Len? Keine Ahnung. Blutung hat er noch so ein bisschen. Machen wir ja das hier. Vielleicht kriegen wir Blütensturm. Leider nicht. Autsch. Okay, jetzt ist die Zeit, gleich mit Victor den Kram einzusetzen. Okay, wir tauschen auch mit Len. Obwohl, dann können wir vielleicht sogar noch eine Runde warten. Wir könnten läutern, erweckter Geist. Wir könnten auch alle heilen. Wir machen aber mal so.
Unterbrechung? Verdrehte Vision. Wow. Okay. Wir haben hinter uns Flammenkugel und Geisterkugel. Interessant. Die müssen wir wahrscheinlich zerstören. Sprengung. Autsch. Nokogiri setzt auch auf beide ein. Gut. Ich weiß nicht, ob wir, wie wir die töten sollten am ehesten. Ich werde jetzt mal den Kram einsetzen. Stell TP wieder her. Ah, TP ist das. Ah, okay. Gut, dann ist eh nicht sofort Regeneration. Aber wir kriegen HP-Regeneration auf jeden Fall. Deswegen, das will ich auf jeden Fall haben. Ich hoffe, die ist gut. Hauptsache, da gibt es ein Orchester. Applaus. So, mal schauen, wie stark diese HP-Regeneration denn auch ist. L5. Was war das denn für Dinger? Wir heilen aber nochmal alle. Ja, das TP war, die wir komplett geheilt haben. So, ja, da hinten haben wir leider noch das Ding. Das Ding ist halt gleich dran. Ich setze einfach mal so. Mach ich weg. TP heilen, okay. Ah, nice. Hat unsere TP irgendwie geheilt. Ich glaube, das macht mehr Schaden, wenn ich Yokogiri einsetze, oder? Besser als die Blutung zu verlängern. Bin mir nicht ganz sicher. Aua. Mach nochmal alle heilen. Len könnte nämlich ein bisschen Heilung gebrauchen. Wir kriegen leider keinen Blütensturm, das ist echt bitter. Minus Angriffsstärkung. Okay, das müssen wir gleich nochmal neu buffen. Rüstungsbrecher auch nochmal neu. Das hier jetzt, Poesiemarsch. Overheat. Oh, ich muss Langfinger einsetzen. Nichts zu stehlen. Okay, ist euch scheißegal. Hauptsache, wir sind ein bisschen runter. Hier können wir nochmal runtergehen. Kreuzhieb. So, Angriff. Wie viel HP hat das Ding noch? Echt schwarze Finsternis. Autsch. Tat ein bisschen weh, ist aber noch in Ordnung gewesen. Die Regeneration ist auch noch drin, zwei Runden. Dementsprechend finde ich das gar nicht so schlecht. Also man merkt sie so ganz passiv nur. Ich weiß nicht, ob es vielleicht so ein Angriff ist, besser wäre. Aber so schlecht finde ich sie auf jeden Fall nicht. Nur, dass es halt TP auf einmal heilt, das finde ich ein bisschen doof. Ich hätte da lieber, dass wir LP dann auch direkt heilen damit. Irgendwie hatte ich das wieder so gelesen. Oh, jetzt sind wir im Wald. Wieder die beiden Flammen hinter uns. Ist von Schatten bedeckt, okay. Wir könnten auch mit ihm hier angreifen. Waldschwung. Die beiden haben noch so ein bisschen Energie. Wir müssten die auch eigentlich angreifen. Ja, machen wir das mal so. Feuerstoß auf so eine Feuerflamme finde ich auch ein bisschen komisch. So, Sprengung, keine Ahnung. Die setzen halt trotzdem was ein. Aber ich hoffe mal einfach, dass es sonst noch schlimmer wäre. Warum mal die Geisterflamme meine TP dann irgendwie halt? Keine Ahnung. Blutung ist schon fast weg. Gift ist auch leider weg. Wir müssen eigentlich mal wieder mit Dingens reinkommen. Hier können wir switchen. Nö, das passt noch eine Runde. Dann switchen wir hier nochmal zu Rob. Er hat nicht so viel HP leider gerade. Aber egal. Wir machen das jetzt trotzdem. HP-Regeneration ist weg. Ja. Nochmal Blutung erneuern. Wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Oh, scheiße. Jetzt sind wir in Overheat. Oh, Ding, jetzt ist. Rob ist tot. Ich wollte gerade sagen, ich heile mal eben schnell mit ihm. Ich heile mal so. Dann setzen wir einen Engelsflügel auf Rob ein.
Dann setzen wir eine Attacke jetzt mal richtig hart ein. Mit ihr gehen wir mal so auf Damage. ...472, krass. Okay, das ist viel Schaden. Aber es reicht noch nicht. Der heilt sich auch irgendwie. HP-Regeneration hat der. Sehe ich jetzt erst. War ich leider ein bisschen blind. Wir gehen mit ihr wieder rein. Machen auf alle... Obwohl, wir könnten läutern. Die HP-Regeneration muss weg. Naja, ich würde jetzt ehrlich gesagt lieber ein bisschen heilen. Wir gehen wieder rüber. Ösimarsch. Und Kreuzi. Let's go. Unterbrechung. Dritte Vision, nächste Welt. Wir sind wieder zurück. Das heißt, vielleicht in der letzten Phase. Er ist wieder von Schatten bedeckt. Die Perigenation hat sie sich wieder gegeben. Das machen wir gleich wieder weg. Habe ich das vielleicht vorher nicht, einfach nur nicht gesehen? Und ja, jetzt haben wir den Malheur. Ich werde jetzt trotzdem Läutern einsetzen. Ich will die LP-Regeneration nicht drauf haben. Die war richtig stark bei dem. Soll er ruhig angreifen. Wir setzen nochmal ein Item ein. Wir setzen die Süßigkeit auf Sienna ein. Hier, was zum Naschen für dich. Nein, das war was. Das war TP-Regeneration. Ich dachte, das wäre einfach die stärkere Version von dem Snack. Sheet. Na, war nicht so ganz so schlimm. Sie hatte auch das gut nötig, aber es war trotzdem nicht das, was ich wollte. Es kann sein, dass sie halt davon jetzt stirbt, ne? Na, egal. Wegen der Sprengung von der Flamme hinten. Blütensturm ist aktiv. Mal gucken, ob sie es verliert jetzt wegen Tod. TP heilen. Snap, dankeschön. Würde jetzt hier einfach mal ein Snack auf Glenn einsetzen. Und dann gucken wir mal, ob Sienna das überlebt mit dem Heilen. Die hat ja nur 10% HP. Overheat, scheiße. Schwarze Finsternis auch noch. Das ist auch noch der AOE im Overheat. Das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann gerade. Glenn. Ja, du musst am besten so heilen. Machen wir dann Glenn heilen. Victors tauschen wir aus, weil Killian helfende Hand hat. Damit kann er dann Glenn heilen. Sie kann nochmal versuchen zu retzen. Ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Gucken, ob sie es jetzt überlebt oder ob der wieder auf AOE geht. Gut, der ist auf Len gegangen. Das ist perfekt. Das kann Killian gleich übernehmen, das Heilen. Das heißt, er kann mal wieder Angriffe machen. War es das? Ja, das war's. Nice. Oh Mann, wir hätten ihn einfach schon besiegen können. Damn it. Yay. Sieg. Primorspital erhalten, 5 FP erhalten. Sehr, sehr cool. Okay, bevor wir weitergehen, gucken wir gleich erstmal ins Menü. Talent. Nee, warte mal, doch Talent. Talent erlernen. Wir haben hier wieder neue. Ja, für jeden eine neue Fähigkeit. Das machen wir dann jetzt noch. Energieleiter, obwohl, wir müssen auch Talente hier wirklich nehmen. Geschicklichkeit, ich würde gerne mal ein bisschen auf Abwehr gehen. Können wir vielleicht bei jedem gerade gebrauchen. Wasserwiderstand, Sprengfalle. Fügt einem Gegner, der das Ziel angreift, 2,5 körperlichen Schaden zu auf ein. Ja, das ist auch ganz nice irgendwie. Aber ich will, glaube ich, will bei jedem jetzt irgendwie ein bisschen auf Abwehr gehen. Kritisch, Geschicklichkeit, hier können wir keine Abwehr nehmen. Drachenkiller. Erhöhen. Ja, sie ist halt unsere Damage-Dealerin, ne? Also Sienna gefällt mir generell eigentlich am besten. Kampftechnisch, storytechnisch, so wie sie rumläuft und redet und so. Irgendwie finde ich sie am interessantesten. 10% beim Drachen. Ich würde sagen, vielleicht begegnen wir bald Drachen. Können wir ruhig mal machen.
TP sparen. Machtlos Widerstand ab. Wer haben wir hier schon? Beinarbeit. Verringert die Geschicklichkeit des Ziels 3 Runden lang um 20%. Rückruftraining. Gewährt eine Stärkung, die 5 Runden lang bei jedem Treffer 5 TP regeneriert. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich würde dann eher das hier nehmen, dass wir einen Boss... Die Geschicklichkeit reduzieren. Ist halt wahrscheinlich wieder cool bei solchen wie diesen Hodenfliegen. Aber irgendwie sehe ich das noch nicht so richtig. Gegner brauchen eine Runde länger, um diese Beeinträchtigung zum ersten Mal anzufinden. Machtlos. TP sparen. Irgendwie finde ich hier alles doof. Nochmal Crit. Dann haben wir Len. Hier haben wir Windstoß. Den würde ich gerne haben. Luftkiller. Passives Talent. Ja, wahrscheinlich alles, was schwebt. Ne? Das ist schon... Also was alles in der Luft ist. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das würde ich sogar nehmen, weil wir kommen vielleicht noch gleich in die Berge. Ich weiß nicht, ob diese Höhlen uns... Also ich glaube nicht, dass die Höhlen uns ja durch die kompletten Berge bringen, sondern wenn wir hier rauskommen, sind wir mitten in den Bergen. Würde auf jeden Fall so passen. Hier haben wir Abwehr erhöht. Ne, warte mal. Abwehr. Erhöht Abwehr um 10%. Erhöht den Charakter 2 Abwehr hinzu. Wertebooster. Hm. Untermittel. Das weiß ich jetzt nicht. Psyche. Sowas sollte der erhöhen, glaube ich. Obwohl, das ist zum Heilen da und er hat gar keine Heilung, ne? Aber das kriegt er vielleicht noch. Schauen wir mal. So, wir sind durch. Dann lass uns jetzt gleich mal rausgehen.